Hast du die Hausaufgabe gemacht, George? Nein. Wieso nicht? Alles schien mir bedeutungslos. Und diese Hausaufgabe leider auch. George, was machst du da? Ich zeichne. Kleiner Mistkerl. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich denke, das weiß keiner, George. Du gibst es wenigstens zu. Deine Zukunft hängt von den nächsten paar Monaten ab. Das gilt als offizielle Warnung. George, du musst anfangen, da drin herumzuwühlen. Finde raus, was du zu sagen hast. Ich habe aber nichts zu sagen. Dann finde irgendwas! Also, warum machst du nie Hausaufgaben? Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Du bist ein Idiot. Komm schon! Soll ich dich ein paar Mädchen vorstellen? Was? Ich habe viele geile Freundinnen, die du mögen könntest. Nein, schon okay. Ihr seid doch zusammen, oder? Nein, sie hat null Interesse gezeigt. Und du? Ach, ich halte mich da raus. Ich finde, du solltest aufhören, mit ihm zu spielen. Ich habe gesehen, wie er dich ansieht. Mann, wir sind nur Freunde. Wie läuft's so mit Sally? Tu irgendwas, sonst verlierst du sie vielleicht. Ich muss dir was sagen. Ich wollte auch mit dir reden. Er hat mir versprochen, er hält sich da raus. Du hast ihm gesagt, wir wären nur Freunde. Was hätte ich denn sagen sollen? Was hättest du denn gern gesagt? George, du musst an deinem Talent arbeiten. Dann kannst du anfangen, deinen Verstand einzusetzen, um die wundervollen Sachen aus deinem Herzen aufs Papier zu bringen. Und such dir was, das du dich bisher nie getraut hast, auszusprechen. Und sag es. Sally! Ich war ein Niemand. Ich fühlte mich wie ein Niemand. Du hast das geändert. Ziemlich romantisch. Von der Kunst, sich durchzumogeln. Demnächst nur im Kino.